Okay, 19 Uhr, eure Lieblingszeit. King of Cologne, ihr könnt es nicht erwarten. Ihr müsst immer einen Tag warten, aber einen Tag ist okay. Creator Edition, Pro Edition. Ey, wir gönnen uns richtig für euch. Und jetzt gönnen wir uns zusammen das letzte Viertelfinale. Brian Butler, der Highflyer, Human Highlight Reel, gerade aufgestiegen mit den EPG Baskets Koblenz. Wir kennen ihn, wir wissen, was er macht. Leon, der Young Buck, leichter. Das heißt, meinst du, Brian wird da auch seinen offensichtlichen Vorteil suchen und ähnlich wie Sean Gully das gemacht hat, so ein bisschen Richtung Korb gehen oder was erwartest du? Ja, also Brian ist sehr, sehr guter Postspieler. Ich glaube, das ist auf jeden Fall seine größte Stärke, wahrscheinlich hier mit der Beste wahrscheinlich im Turnier. Ich glaube, aber Leon hat zugeguckt eben bei dem anderen Viertelfinale und er weiß jetzt, er muss früh pushen, er muss diese 3 Sekunden callen, das ist wichtig. Weil Jari hat ein bisschen da, das am Anfang erstes Game ein bisschen verschlafen. Deswegen, ich glaube, Leon ist auf jeden Fall ready im Kopf. Er macht sich warm und ich glaube auch, wenn es über 3 Spiele geht, dann, ne? Wie auch gegen Jari gegen Sean, aber... Ich habe noch ein bisschen Hintergrundinformationen und Marc kam ja gerade aus dem Urlaub, das soll nichts heißen, aber Brian kommt auch aus dem Urlaub. Also es kann gut sein, der kann ausgeruht sein, aber dem kann auch so ein bisschen der Flow fehlen. Also es wird interessant. Soll ich mal einen Pick machen? Ja. Oh, ich muss mit meinem Boy Brian gehen, muss ich sagen. Er ist der Vet, er spielt das aus. Und auch wenn es schwer wird für ihn und er hier heavy am Breathen sein wird, glaube ich, er macht das gegenüber Leon, der aber auch Safe Game mitbringt. Was sagst du? Ich glaube, ich muss diesmal mit Leon gehen. Ich mache mal ein bisschen Upset. Ich glaube, er macht es über die 3 Spiele auch. Er wird ihn auspowern und Brian wird seinen Wurf. Muss mir halt auch gucken, wenn er trifft, dann ist anderes Game. Aber ich sage, Leon macht das. Okay, holen wir die Jungs, dann geht's los. Spiel 1. Let's get it. Okay, Leute, 19 Uhr, ihr wisst eh Bescheid, King of Cologne Zeit, Primetime, eure Lieblingszeit im Laufe des Tages, denn die Pro Edition hat es in sich. Das letzte Viertelfinale steht an, Leon zu meiner Rechten, Brian zu meiner Linken und gucken wir auf die Fightcard jetzt gemeinsam, fällt natürlich auf, Brian hat vermeintliche Vorteile, ja, Veteran, bisschen mehr Erfahrung, größer, schwerer, das heißt, es könnte ein bisschen Richtung Sean Gully und das Viertelfinale gehen, der ja gegen Jari ordentlich mit dem Rücken zum Korb gegangen ist, im zweiten Spiel dann ein bisschen 3-Sekunden-Calls bekommen hat und Jari war dran, deswegen die Frage hier, meinst du hast den Juice, um ihn vielleicht sogar Fullcourt aufzunehmen und durch die Gegend zu schieben, wie gehst du ran an die vermeintlich schwere Aufgabe gegen Brian hier im Viertelfinale anzutreten? Also ich sag dir ganz ehrlich, ich werde einfach versuchen, mein Bestes zu geben. Ich werde versuchen, ihm es nicht so einfach zu machen. Ich glaube, vielleicht könnte es auch sein, dass er mich vielleicht ein bisschen unterschätzt, aber ja. Ey, ich glaube, das wird kein einfaches Match. Okay, für beide nicht, denn du bist quick, du hast Range. Brian kennt dich vielleicht nicht so gut, aber es wird interessant. Wie gehst du an die Sache ran, an dein erstes Game hier bei King of Cologne? Ich werde ihn definitiv nicht unterschätzen. Du hast mal so viel zu deiner Aussage. Ich nehme jeden Gegner ernst. Ja. Ich werde das auf mich zukommen lassen. Ja. Ich werde gucken, was passiert. Ja. Er wird auf jeden Fall viel werfen. Ich werde es ihm versuchen, schwer zu machen und einfach Hustle, Defense, ja, mein Game halt ein. Hey, Dog Mentality, Defense, ich hätte keine Lust gegen Brian zu spielen, aber du bringst eine Menge Tricks im Bag mit. Wir müssen den Ballbesitz klären und den Münzwurf. Du bist der Jüngere, deswegen frage ich dich, ob Kopf oder Zahl? Kopf. Kopf. Zahl it is, das heißt, du suchst aus, entweder Ball in Game 1 und 3 oder Korbauswahl. Ich nehme den Ball. Okay, welche Richtung geht's? Ja, ich spiele auf die Richtung. Den in Spiel 1 und möglicherweise Spiel 3. Spiel 1, Leon gegen Brian, let's go. Thank you.
Jungs, kommt ran. Spiel 1, Viertelfinale 4. Und wir sind entertained. Es geht ja beim 1 gegen 1 darum, seine Stärken auszuspielen. Brian hat seine Stärken ausgespielt. Bisschen Bullyball, gedankt. Easy. Leon, viel leichter vom Körpergewicht. Er hat es ihm trotzdem schwer gemacht. Du warst dran. Dog Mentality. Ich mag das. In der Offense seine Stärken ausgespielt. Ein, zwei nice Layups. Dann from range. Overtime Game. Was für ein toughes Spiel. Das war meine Meinung. Jetzt zu euch. Wie war es für dich? Erste Game im Atelier. Er hat es mir nicht einfach gemacht. Es ist das passiert, was, glaube ich, jeder erwartet hat. Aber hey, ich versuche weiter gegenzuhalten. Ich hoffe auf ein Spiel 3. Ich weiß, es wird nicht einfach, aber ich gebe alles. Ja, du warst dran. Ey, großer Respekt für wie du gegengehalten hast und auch deine Stärken in der Offense gefunden hast. Ich fand, es war ein geiler Job von euch. Shoutouts an Paulina, den Ref. Ein guter Job, gute Mitte gefunden. Genauso mag ich das. Dafür war es da. Da ist auch viel Qualität. Okay, das wollen wir auch mal hervorheben. Wie war es für dich, Brian? Anstrengend. Anstrengend ist es für alle. Wie hast du Leon gelesen, gesehen? Wie hast du dich probiert einzustellen so auf das Game? Dadurch, dass ich gemerkt habe, dass mir die Booster ziemlich schnell ausgeht, habe ich ihn werfen lassen. Ja. Ist fast nach hinten losgegangen. Ja. Aber ja, ich muss jetzt im zweiten Spiel ein bisschen was umstellen. Okay, und er hat gut gespielt. Geil. Wusste, ja, wir haben Baller hier. Wusste, dass es nicht einfach wird, deswegen. Nice. Ich freue mich auf Spiel 2. Morgen 19 Uhr, wie immer, aber wir wollen den Bucket of the Game nochmal extra darstellen in Slow-Mo. Und es war der letzte. Swing Step, ja, kommt auch irgendwo her. Shoutouts vielleicht an Yasin Turan. Die Skills werden gefeilt, egal ob im Atelier oder woanders. Kleiner Swing Step, auf der linken Seite mit rechts gefinished. Tougher Bucket, davon wollen wir mehr sehen. Morgen 19 Uhr kriegt ihr Spiel 2.